Ziel beim Archer Squat ist ein aufgestreckter Rücken und eine aufgestreckte Hüfte, wodurch sich das Gesäß so nah wie möglich an die Fersen annähert. Dabei ziehen wir die Knie ein wenig auseinander und halten die Gesäßmuskulatur dauerhaft unter Spannung. Über die Gesäßmuskulatur und die Muskulatur an der Hüfte, sprich die kleine und mittlere Gesäßmuskulatur, erreichen wir, dass das Steißbein bzw. unsere Hüfte wie ein Pendel zwischen den beiden Füßen sich bewegt.